Ich begrüße euch wieder ganz herzlich zurück zu Ankerz des Osiris. Und Asil hat jetzt einen Termin zur Haarentfernung. Deshalb machen wir uns auch direkt auf den Weg zum Schneider, der jetzt auch Barbier ist. Und hoffen einfach mal, dass die ganze Sache für Asil gut ausgeht. So, hier haben wir das heiße Wachs. Hier. So, das haben wir gleich. Bitte, nimm doch Platz. Wird das denn wehtun? Ja. Na toll. Ich frage mich, wie du es geschafft hast, dass ich mein Kinnbärtchen wieder habe. Oh, da habe ich wohl etwas übersehen. Hilfe. Okay. Na, Asil, wie sieht's denn jetzt aus? So wie wir ihn kennen. Auf geht's zurück zur Bar, zur wilden Mumie. Und ich hoffe mal, dass Bulbul uns jetzt reinlassen wird. Moment, an Bulbul kommt niemand. Hey, fällt dir nichts auf? Naja, also... Ja, der Bart ist ab. Willst du mal fühlen? Willst du mal fühlen? Nicht so voreilig. Was denn jetzt noch? Tja, also... Du kommst nicht rein wegen deiner... Nasenhaare, Obein. Ja, wir nehmen das. Übermenschlichen Coolness? Na gut, was soll's. Willkommen in der wilden Mumie. Aber mach nichts kaputt. Ich? Niemals. Ich werde mich bemühen. Es sei denn, es wird von mir verlangt. Dann kann ich leider nichts machen. Bezahle du erstmal deine offenen Rechnungen. Ah, Fatima ist also die Chefin. Ich bin doch Stammkunde. Was soll ich mit Stammkunden ohne Geld? Eines Tages werde ich wieder reich sein. Und genau an dem Tag gibt's hier den nächsten Cocktail. Dann gehe ich eben zu deiner Konkurrenz, dem Weinmann. Soweit ich weiß, stehst du da auch schon in der Kreide. Kann ein Mann hier nicht mal was zu trinken bekommen? Bezahle du erstmal deine offenen Rechnungen. Okay, dann war das Gespräch jetzt durch. Verpasst nie ein Geschäft. Ich bin doch Stammkunde. Nee, sieht so aus. Haben wir hier eigentlich noch Dattelsaft? Was soll ich mit Stammkunden ohne Geld? Zähflüssiger Dattelsaft. Okay, darf ich offenbar einfach so mitnehmen? Eines Tages werde ich wieder reich sein. Kannst du mir weiterhelfen? Ich suche die Kerle, die mir das Ankh gestohlen haben. Du solltest mir lieber erstmal meinen Papagei wiedergeben. Und genau an dem Tag gibt's hier den nächsten Cocktail. Okay. Ob sie den jetzt hier zurücknimmt? Dann. Was hast du gemacht? Mein armer Papagei! Hey, jetzt mach mal keinen Aufstand. Keinen Aufstand? Der hat ja kaum noch Federn. Macht der Kerl Ärger, Boss? Schon gut, Bulbul. Mit dem werde ich gerade noch allein fertig. Ich rede kein Wort mehr mit dir, Asil. Soweit ich weiß, stehst... Kann ein Mann hier nicht mal was... Ich muss wirklich wissen, wo die Kerle sind, ja. Ich muss wirklich wissen, wo die Kerle sind, die das Ankh gestohlen haben. Polly ist völlig durchgedreht, weil du irgendwelchen Quatsch gemacht hast. Ich rede kein Wort mehr mit dir. Bezahle du erstmal deine offenen Rechnungen. Komm schon. Es ist eine Szene, weil die Leute mögen mich, also musst du mich auch mögen. Komm schon, das hier ist eine Szene, Bar. Die Leute mögen mich, also musst du mich auch mögen. So, so. Die Leute mögen dich also? Hey, Jungs, was haltet ihr von dem hier? Naja, wie eh und je. Der? Ist mir doch egal. Der? Tja. Wer ist das nochmal?
Tja, du hast hier wohl nicht den besten Stand, so wie es aussieht. Ich bin doch Stammkunde. Okay, das heißt, ich muss diesen Leuten einen Gefallen machen. Wahrscheinlich hat das auch was mit den Smileys was hier zu tun. Was soll ich mit Stammkunden ohne Geld? Dann quatschen wir doch erstmal mit dem Sklavenhändler vielleicht. Eines Tages werde ich wieder reich sein. Er würde sicher sein. Seine eigene Großmutter versklaven. Oder hat es bereits. Du siehst jetzt nicht so glücklich aus, nee. Du siehst nicht glücklich aus. Ich will ehrlich sein. Ja, ich habe ein paar Cocktails zu viel gehabt. Jedenfalls war es vor einigen Wochen an einem besonders heißen Nachmittag. Nach dem großen Spiel. Ich versuchte, meinen letzten Sklaven gewinnbringend zu verkaufen. Ein völlig verrückter Typ. Aber immerhin verstand er was von Fußball. Und dann habe ich einen Filmriss. Irgendwas hat mich umgehauen. Und der Sklave war weg. Damit war meine letzte Kapitalreserve aufgebraucht. Seitdem bekomme ich kein Bein mehr auf den Boden. Was auch immer es war, das mich ausgeschaltet hat. Es hat mir erst meine Existenzgrundlage genommen, dann meinen Mut und schließlich meine Selbstachtung. Ich bin nur noch das Wrack des fröhlichen, gewissenlosen Sklaventreibers, der ich mal war. Okay, ja, da sieht man mal wieder die Auswirkungen von Asils Handeln. Wie wäre es mal mit ehrlicher Arbeit? Ich weiß nicht, ich habe einfach mein Herz an den Sklavenhandel verloren. Sag mal, du hast nicht zufällig vor, ins Sklavenbusiness einzusteigen? Eigentlich nicht. Denk mal drüber nach. Du musst dir keine Sorgen mehr wegen einem Dach über dem Kopf und Essen machen. Weil ich dann beides nicht mehr habe, sondern der Willkür meines Herrn ausgesetzt bin? Ich kann dir sehr nette Arbeitgeber verschaffen. Und die vermögenswirksamen Leistungen erst. Wie sehen die aus? Du bekommst jede Woche einen Steinwaschkies. In wenigen Jahrzehnten hast du genug, um ein Haus damit zu bauen. Das ist so blöd, da wird sogar die Wüste rot. Dann halt nicht. Sag Bescheid, wenn du deine Meinung änderst. Naja, wir werden schon was anderes finden, wie wir ihm helfen können. Kann ich dir weiterhelfen? Wenn du weder einen Sklaven noch etwas zu trinken für mich hast, könntest du mir höchstens Geld beschaffen, damit ich mir einen Sklaven oder etwas zu trinken kaufen kann. Vielleicht wäre ein Glücksspiel nicht schlecht. Das scheint mir ein sicherer Weg zu sein, wieder an Geld zu kommen. Du kommst schon wieder auf die Beine. Vielleicht, wenn ich im Lotto gewinne. Und genau an dem Tag gibt's da hier kann ich dir doch glatt helfen. Wir haben ja hier den Wettschein. Vielleicht macht ihn das schon glücklich. Dann gehe ich eben zu deiner Konkurrenz. Vielen Dank für die Wettinformationen. Bald habe ich wieder ein mächtiges Sklaverei-Imperium. Schön, dass ich die Welt ein Stückchen besser machen konnte. Soweit ich weiß, stehst du da auch schon in der Kreide. Du hast ein bisschen merkwürdige Vorstellung davon, aber ein grinsender Smiley. Wunderbar. Kann ein Mann hier nicht mal was zu trinken bekommen? So, Badawi, das ist ja auch einer von Asils Kumpeln hier. Bezahle du erstmal deine offenen Rechnungen. Der ist mit mir zur Schule gegangen. Asil, altes Haus. Wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Ewig? Das war vor 3 Wochen. Deine Abschiedsparty in der Pyramide, die mich einiges gekostet hat. 3 Wochen? Mir kommt es vor, als wäre das schon ein ganzes Jahr her. Ich bin ja direkt nach der Party nach Luxor gezogen, aber ich hatte Lust, mal wieder hier in der Provinz nach dem Rechten zu sehen. Seit wann ist Kairo bitte schön die Provinz? Ja, ich dachte, es ist die Hauptstadt. Seit wann ist Kairo bitte schön Provinz? Hey, wenn du einmal in Luxor warst, merkst du erst, was für ein Kaff Kairo doch ist. Die Stadt hat keine Zukunft. Die geht den Nil runter. Okay. Und wie ist es in Luxor so? Und wie ist Luxor so? Asil, Mann, du musst mich unbedingt mal in Luxor besuchen. Ich sag dir, vergiss alles, was du über Stadtleben gehört hast. Oder was du hier in diesem Kuhkaff erlebt hast. Luxor, das ist die Stadt. Mann, da muss man hin. Dort pulsiert das Leben, ein einziges Kommen und Gehen. Da werden die Nächte durchgefeiert. Und die Bräute, Mann, die Bräute. Kairo führt in der Verbrechensstatistik. Das ist natürlich richtig toll. Kommen nicht die ganzen gefälschten Handtaschen aus Luxor? Ja, sie werden dort von arbeitslosen Kairoern zusammengenäht. Okay. Du weißt also gar nicht, was nach der Party passiert ist? Nee, woher denn? Du erinnerst dich doch an die Mumie. Die hat mir diesen Todesfluch verpasst. Ich bin dann... Aha, wahnsinnig interessant. Also, ich hatte ja dann das Ankh. Der Flaschenöffner? Hey, der ist total altmodisch. Kein Mensch trägt sowas in Luxor. Jedenfalls musste ich sogar in die Unterwelt absteigen und Osiris...
Hey, toll, was du alles erlebst, aber... Asil, Mann, du musst mich unbedingt mal in Luxor besuchen. Ich sag dir, vergiss alles, was du über Stadtleben gehört hast. Oder was du hier in diesem Kuhkaff erlebt hast. Luxor, das ist die Stadt. Mann, da muss man hin. Dort pulsiert das Leben, ein einziges Kommen und Gehen. Da werden die Nächte durchgefeiert. Und die Bräute, Mann, die Bräute. Luxor mag ja tolle Bräute haben, aber Kairo führt immerhin in der Verbrechensstatistik. Aber nur, weil die wilden Partys in Luxor noch nicht als verboten geführt werden. Okay. Als großer Luxor-Experte hast du sicher Tipps für mich. Na klar. Der angesagteste Schuppen in Luxor ist das Casino. Da gibt es jeden Abend tolle Shows. Hier, auf diesem Flugzettel steht alles, was man über den Laden wissen muss. Wir sprechen uns später. Wenn ich da noch nicht erstickt bin. In eurer Spelunke ist es ja total stickig. Okay, der braucht also frische Luft. Und wir haben doch jeden das Fenster von uns schon mal gehabt, ja. Vielleicht können wir es aufmachen. Guck mal kurz mal, was das hier eigentlich ist. Ein Werbezettel für ein Kabarett in Luxor. Okay, wer weiß, was wir damit noch tun können. Ja, vielleicht schauen wir uns erstmal ganz kurz hier so ein bisschen die Gegenstände an. Dient wohl eher Dekorationszwecken. Wir haben auf jeden Fall auch eine Jukebox. Ein Platz an der Theke. Ja, ist noch frei, Asil. Aber da Fatima gerade nicht mit dir spricht. Dekorative Kisten, in denen bestimmt nichts drin ist, außer Backfaces. Ist es zu, wird's stickig. Ist es offen, wird's zugig. Echt? Ich kriege das Ding nicht auf. Dann können wir mal gucken, ob man das von draußen erreicht. Oder können wir das irgendwie kaputt machen? Obwohl das bestimmt Fatima nicht gefällt, wenn wir das kaputt machen. Das sollten wir also eher heimlich tun. Hier haben wir einen unlustigen Komiker. Und Kaminwerk. Ah, vielleicht können wir es damit kaputt machen. Das werden wir uns mal einstecken. Ein Haufen nützlicher Werkzeuge. Oh, ich glaube, wir haben unsere Waffe gegen die Diebe des Ankh gefunden. Ein Besen zum Ausräumen der Asche aus dem Kamin. Das Ding ist völlig verrostet. Na, wir probieren das mal. Wenn ich hier randaliere, kommt Bulbul und wirft mich auf Lebenszeit hinaus. Okay, ja, dann müssen wir es wirklich mal gucken, ob wir nicht von draußen da rankommen. Das wäre dann sinnvoll. Zumindest so, dass wir nicht schuld sind. Ich würde ja gern Platz nehmen, aber ich muss das Ankh wieder in meinen Besitz bringen. Hier geht es wohl zeitweise heiß her. Ja, oder es ist einfach umgekippt. Tischbein. Ich wünsche mir nichts sehnlicher als einen Tisch, der nicht wackelt. Okay. Ich wünsche mir nichts sehnlicher als einen Tisch, der nicht wackelt. Gut. Mal sehen, vielleicht können wir dir helfen. Aber erstmal würde ich gerne mit dir quatschen. Er hat einen Eimer auf dem Kopf. Wie lustig. Hallo. Bestimmt ist was Schreckliches mit deinem Gesicht passiert. Du weißt aber schon, dass du einen Eimer auf dem Kopf trägst. Wenigstens du findest mich komisch. Wie meinst du das? Der Pharao findet mich zum Beispiel nicht komisch. Deshalb hat er mich entlassen. Ich dachte, der wirft die sonst immer seinen ganzen Tieren zum Fraß vor. Ich dachte, der Pharao wirft unlustige Komiker den Löwen vor. Ja, so ist das auch normalerweise. Aber weil die Löwen verhungert sind und die Schlangen als Nachspeise serviert wurden und weil das Krokodil nach einer Panikattacke in den Katakomben des Palastes verschollen ist, naja, da gibt es niemanden zum Vorwerfen. Aus Einfallslosigkeit hat mich der Pharao dann entlassen. Oh Mann. Ich finde, unlustige Komiker sollten generell hart verurteilt werden. Gut, dass ich so eine Stimmungskanone bin. Ja, du bist ja richtig gut drauf. Als Komiker zu arbeiten ist doch irgendwie albern. Es ist das älteste Gewerbe der Welt. Das älteste Gewerbe? Ist das nicht... Pyramidenbau? Ach wo, das behaupten diese Architekten immer, aber Humor ist das älteste Gewerbe der Welt. Okay, na wenn du meinst.
Man kann wirklich mit Unsinn Geld verdienen? Es müssen nur genügend Leute drauf reinfallen. Ich kann immerhin sagen, dass ich tue, wozu die Götter mich erwählt haben. Das, worin meine einzigartige Begabung liegt. Wenn man mir nur mal die Chance geben würde, vor großem und anspruchsvollem Publikum aufzutreten. Hoffentlich kennst du keine Witze. Doch, klar. Willst du welche hören? Na, okay. Oh ja, erzähl mir einen Witz. Fein, also. Treffen sich zwei Schlangen in der Wüste, fragt die eine, du, sind wir eigentlich giftig? Sagt die andere, weiß ich nicht, wieso? Sagt die erste, ich hab mir gerade auf die Zunge gebissen. Na, okay. Du bist gar nicht witzig. Kennst du noch mehr Witze? Klar, also, warum geht ein Kamel durch die Wüste? Weil es auf die andere Seite will. Okay. Kennst du noch mehr Witze? Klar, also, treffen sich zwei Nubier in der Wüste, sagt der eine, hey du, antwortet der andere, wer ich? Langweilig. Langweilig. Schade. Du hast sicher noch eine Menge zu tun. Ich will dich nicht aufhalten. Weißt du, das Problem ist, dass es in Kairo keinen Ort gibt, wo ein Komiker sein Geld verdienen könnte. Keinen Ort außer dem Palast. Und da der Pharao das Arbeitslosengeld abgeschafft hat, werde ich wohl bald im Steinbruch arbeiten müssen. Was ist so schlimm am Steinbruch? Vielleicht, dass man dort nach 2 Wochen Arbeit stirbt? Ja, das ist unangenehm. Ein bisschen ordentliche Arbeit würde dir gut tun. Reaktionär! Ich komme wieder, wenn ich einen Job für dich gefunden habe, okay. Ich komme wieder, wenn ich einen Job für dich gefunden habe. Ach, wenn mich doch ein großes Theater anwerben würde. Wir haben doch das hier. Können wir das jetzt nicht ihm vielleicht geben? Asil, Talentbehörde. Wir suchen noch einen Star-Komiker für das Casino in Luxor. Was ist das für ein Zettel? Da ist ja gar kein offizieller Stempel drauf. Stempel will er auch noch haben. Wir haben doch hier das Siegel. Ein Siegelstempel? Das Symbol kenne ich nicht. Ist sicher uralt. Wer weiß. Ich meine, das von Dinar, was auch immer das bedeuten mag. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Wieso nicht? Den Dattelsaft? Was ist denn mit dem Stempel? Brauchen wir jetzt irgendwas zum Stempeln? Dann geht ja fast nur der Saft jetzt hier, oder? Ich habe den Stempel angefeuchtet. Oder so. Sieht offiziell aus. Ich glaube, ich habe mich nicht richtig vorgestellt. Asil, Talentbehörde. Wir suchen noch einen Star-Komiker für das Casino in Luxor. Das Casino in Luxor? Bei den Göttern, das ist mein großes Ziel. Ich bin genau der Richtige. Meine Scherze sind legendär. Kommt der Pharao ins Freudenhaus? Schon gut. Danke, danke, danke. Ich werde dich nicht enttäuschen. Und meine zukünftigen Fans in Luxor auch nicht. So, der ist jetzt glücklich. Da müssen wir das Fenster aufmachen. Dann gucken wir mal, was hier hinten los ist. Halt die Klappe, Ras El-Tin. Die Karawanenleute. Aber stimmt doch. Ich dachte, das wäre eine Metropole. Wie in Luxor mit richtigen Nachtclubs. Varieté und so. Was für Tee? Halt die Klappe, Fa'el-Matu. Was ist eigentlich los mit dir? Was mit mir los ist? Was mit mir los ist? Schau dir ihn an. Er schläft. Was eine Erkenntnis. Ach was. Wenn das hier die angesagteste Szenebar von Kairo ist, hätten wir gleich in Gizeh bleiben können. Halt die Klappe, Ras El-Tin. Okay, ich glaube damit. Lass ihn doch schlafen. Natürlich, nee, doch nicht. Unser furchtloser Anführer Rotmeer ist weder furchtlos noch ein Anführer.
aber davon abgesehen macht er seine Sache wirklich gut. Ich finde, wir sollten ihn abwählen. Und wer soll uns dann anführen? Na, ich. Du? Es gibt nicht mal Schirmchen in den Cocktails, glaube ich. Wer denn sonst? Also, ich weiß nicht. Wir können ja abstimmen. Wer ist für mich? Ich! Ich glaube, Rotmeer bleibt erstmal unser Anführer. Wird nicht so gut funktioniert. Wahrscheinlich gibt es nicht mal Cocktails, nur Bier. Halt die Klappe, Ras El Teen. So, sind wir jetzt durch? Wir können das ja später noch diskutieren. Nee, immer noch nicht. Eine Großstadt müsste doch viel mehr Straßen haben. Und wer soll die Grafiker bezahlen, die alles bauen müssen? Aber ich habe es mir trotzdem irgendwie größer vorgestellt. Halt die Klappe, Ras El Teen. Aber stimmt doch. Ich dachte, das wäre eine Metropole. So, jetzt haben wir es, glaube ich. Wie in Luxor mit richtigen Nachtclubs, genau. Varieté und so. Einer der Karawanenleute. Einer der Karawanenleute. Einer der Karawanenleute. Rotmeer, halt die alte Schnapsdrossel. Geht seinem Lieblingshobby nach. Okay, schlafen. Was ist eigentlich los mit dir? Die Zeit ist jetzt allerdings um, deshalb werden wir mit denen dann im nächsten Video sprechen. Die fühlen sich offenbar gelangweilt. Ich denke mal, da werden wir schon was finden. Also bis dann. Tschüss.